Der Künstler und sein Werk, Klaus Küster, und alles das, was Sie gemacht haben in den vergangenen 50 Jahren, haben Sie in drei Büchern verewigt. Das erste Buch von 1969. Ja, also von, das ging von 1969 bis 2012. Und dann gibt es das zweite. Ist, von 12 bis 14, das waren also nur zwei Jahre, und jetzt von 14 bis 2019. Können Sie schätzen, wie viele Abbildungen diese drei Bücher haben? Ja, das sind also etwas über 500 insgesamt. Man könnte sagen, Ihr Lebenswerk. Ja, wobei, das ist nicht alles, aber das ist das, was mir wichtig war zu zeigen. Das ist also eine Auswahl. Sie sind 1969 von Lennep hier nach Remscheid an die Eberstraße gezogen? Das war dann mein erstes Atelier, wobei ich zu Hause, also zu Hause heißt noch bei meiner Mutter, auch durchaus ein kleines Atelier hatte. Da hat es also angefangen? Da hat es angefangen, ja. Und diese Bilder und Werke sind auch in dem ersten Buch mit verewigt? Ja, wobei ich habe ja über die Jahrzehnte primär vom Grafikdesign gelebt. Aber ich habe immer freie Arbeiten gemacht auch. Und je älter ich wurde, je mehr. Die meisten Künstler haben ja verschiedene Schaffensperioden. Gilt das für Sie auch? Ist bei mir ähnlich, ja. Also die unterschiedlichen Werkblöcke, die haben also zu unterschiedlichen Zeiten begonnen. Und ich arbeite an diesen drei Generalwerkblöcken, sag ich mal, immer mal wieder. Es kann sein, dass ich in einem Werkblock eine Pause mache, nicht unbedingt bewusst. Das kann so passieren, dass ich mal drei oder vier Jahre nichts dran tue. Und dann lebt es wieder auf und dann mache ich da weiter. Also in der Methode, beispielsweise bei diesen plastischen Fotogrammen. Jetzt machen wir mal ein kleines Experiment. Sie schlagen mal irgendeine Seite in dem ersten Buch auf. Und mal eine Seite aufschlagen. Ja, das sind zwei Fotogramme. Man erkennt hier bei diesem Format nicht sehr viel, die sind im Original also größer. Hier handelt es sich um winzige Partikel von Papierschnitzeln, die doppelt belichtet sind von zwei Seiten. Und dann entstehen solche kleinen Figuren, die so an UFOs erinnern oder Ähnliches. Das ist eine ganze Serie, ja, da ist wieder was anderes. Und das war wann? Die sind von, eben schauen, die müsste von 89. Ja, das ist also eine Serie aus dem Werkblock Fotoscultura, ein italienisches Wort, erinnert etwas an Lucio Fontana, der ja bekannt ist durch seine Concetti Speciale, wo er Leinwände aufgeschlitzt hat, also räumlich gearbeitet hat. Das ist hier ebenfalls räumlich. Hier gibt es also Fotos von partiell zerstörten Fensterscheiben. Die befinden sich hier in einem Rahmen. Die habe ich dahinter gesetzt. Diese Fotografien, die liegen also etwas tiefer. Habe die wieder mit einem Glas versehen, also hier in dieser Partie ist Glas, und habe diesem Glas erneut mit einem Hammer diese Sprünge verpasst. So summieren sich also die realen Schäden mit den fotografierten. 2010 bis 2013 ist das entstanden in diesem. So, jetzt sind wir bei dem aktuellen Buch, das Sie gerade druckfrisch bekommen haben. Druckfrisch, die Seiten sind noch so ein bisschen, haften noch so ein bisschen aneinander. Ja. Dann entscheiden Sie mal selbst. Ja. Das heißt also 7, weil hier aus diesem Motiv einer
Plakatwand, die aber schon ziemlich verfallen ist, habe ich 7 Figuren ausgelöst, die jeweils am Rand platziert sind. Mal nach rechts schauen und mal nach links ins Bild schauen. 7 Figuren, die an durchaus menschliche Figuren erinnern können. Aber die haben Sie nicht selbst gemacht, die Figuren, die waren quasi schon in dem Plakat drin. Die sind in dieser Abrisswand drin. Und also mit ein bisschen Fantasie kann man es dann erkennen. Zufallsfigürchen, ne? Mhm. Sie sind gelernter Grafiker, haben davon auch gelebt, ja. Aber das war Ihnen offenbar nicht genug. Ich habe immer freie Arbeiten gemacht, über die Jahrzehnte. Aber allein davon hätten Sie auch nicht leben können? Nein, auf keinen Fall. Also ich habe also wirklich im Wesentlichen vom Auftragsdesign gelebt. Ich hatte sehr gute Kundschaft mit interessanten Aufträgen. Wie alt sind Sie jetzt? Ich werde im Mai 78. Ist denn noch mit einem 4. Buch zu rechnen? Ich hoffe doch. Ja, das wünsche ich Ihnen auch. Ja, danke. Ja. Das heißt, Sie machen immer noch weiter? Ich mache immer noch weiter. Ich kann gar nicht anders. Also ich muss immer arbeiten. Jeden Tag haben Sie was unter den Fingern? Ja, wobei nicht unbedingt jeden Tag ein Bild entsteht. Es gibt ja auch viel Arbeit im Archiv und. Es gibt ja auch noch den großen Garten. Und das Haus, ich bin ja auch noch mein eigener Hausmeister. Das heißt, Sie müssen auch selber hier Staub wischen? Hier unten auf jeden Fall. Das sagt Ihre Frau, da gehe ich nicht ran. Genau, ja, das würde sie auch tun, aber ne, das ist meine Domäne hier unten. Ja, ist auch richtig so. Ganz ne? Klar, ja. Haben Sie eine Schätzung, wie viele Werke allein in diesem Haus hier zu besichtigen sind? Oh, das ist schwer zu sagen. Vor allem das ganze Treppenhaus ist ja voll mit der Sammlung. Bis oben hin. Mit der Sammlung? Was alles so, was ich alles gesammelt habe. Also auch nicht Ihre Arbeiten, sondern anderen Künstlern. Ja, von Kolleginnen und Kollegen. Teilweise getauschtes, teilweise also durch Geschenke. Da hat sich eine Menge angesammelt über die Jahrzehnte. Aber eigentlich, wenn man Ihr Werk chronologisch besichtigen wollte, müsste man unterm Dach anfangen, haben Sie mir erzählt? Ja, da gibt es also die ältesten Stücke, ja. Ja, dann sollen wir das doch mal machen. Machen wir das mal. Okay. Ja. Ensemble von dem Floris Neusüß. Die Leistens mit ihren Sonnenmalereien. Sind auch Rammscheider dabei, hier der Wolf Kuital. Sie sind eigentlich von der Fotografie nie losgekommen, so richtig, ne? Ist richtig, ja. Plastische Fotogramme, bei denen ich das Werkzeug, das sind Bleiplatten, die bearbeitet sind, wieder nach dem Entwickeln wieder dazugefügt habe. Dann kann man sehr schön verfolgen, was da passiert ist in dem Bearbeitungsprozess. Ja, es ist so eine kleine, ulkige Pärchengeschichte, die sich da offenbar streiten. Das sind pastose Spuren, so wie die Farbe aus der Tube kommt. Und die haben beide ja, so eine Art Kopfbedeckung. Das eine ist so ein Klemmerchen von Dosen, von Holzdöschen. Das andere. Das ist eine Großformatkamera, eine Sinar 9x12. Mit der habe ich viele Stillleben fotografiert für Kataloge. Also für, denk mal, Werkzeugkataloge und für die Industrie. Holzreste,
teilweise aus einem alten Klavier stammend hier unten und andere Reste komponiert mit einer Fotografie. Wenn ich mich recht erinnere, heißt dieser Titel Fest, also das Fest. Da hängen ja noch die Girlanden. Da hängt noch die, ja, die Girlanden. Ja. Ja, das sind also zwei Vergrößerer, ein Kleinbild und einen für maximal 9x12, die ich immer noch nutze. Die Dunkelkammer. Wobei, die Dunkelkammer eben. Wobei die Fotogramme, die belichte ich anders, nicht über den Projektor, sondern von der Hand oder von einer kleineren Lampe und manchmal auch mit dem Feuerzeug. Und wird hier auch dann in der Flüssigkeit entwickelt. Fixiert, getrocknet. Metaphysische Baustelle. Und wo haben Sie das entdeckt? Das ist in Italien gewesen. Also auch einfach ein Stillleben, könnte man sagen. Das ist ein Stillleben, ja. Ja. Da ist wirklich keine Bewegung. Aber man muss den Blick für sowas haben. Ja, und ich habe eine Affinität zu Baustellen. Ich habe ja durch das Haus selber auch hin und wieder Baustellen im Haus. Ich habe ja wirklich hier im Haus eine Menge umgebaut auch. Ne? Also ja, Sie waren zuerst als Mieter hier und später haben Sie es gekauft, ne? Ich habe es gekauft. Ja, musste mich natürlich nach den Denkmalgegebenheiten richten und Vorschriften, klar. Aber die Fächer hier zwischen den Balken, bei diesen jeweils beiden Räumen bis oben hin, die habe ich ja alle leer gemacht, um den Raum transparenter und größer zu machen, also in der Wirkung größer. Ja, das war natürlich dem zu und ich habe diese Transparenz geschaffen, indem ich da die Steine rausgenommen habe. Das waren Wimssteine. Wenn man genau hinsieht, dann stellt man fest, dass jedes dieser kleinen Bildchen ein oder mehrere Löcher hat. Ja. Warum? Also vor allen Dingen dann, wenn man sich bewegt. Wenn man davon Reproduktionen im Buch sieht, wird man diese Löcher nicht bemerken, denn die Löcher waren ja in der Fotografie schon da, aber das war ja illusionistisch, also Fotografie ist ja nun ein illusionistisches Medium. Ich habe aber die Stellen, die hier Löcher hatten, zu echten Löchern gemacht, indem ich die Teile herausgeschnitten habe. Zum Beispiel hier bei dem Ameisenhügel, ja, oder was es ist. Ja, sind zwei Ameisenhügel. Mhm. Und ich habe hier unten auch nochmal, weil die Leute immer fragen, was ist denn in diesen Dosen drin, habe ich dann hier unten einen kleinen Text. Nein, es ist außer einem Lichtschimmer wirklich nichts in den Kästen. Sie sind zugeklebt, damit die Dunkelheit nicht entweichen kann. Ich muss gestehen, das hier ist mein Lieblingsbild, weil Sie mich dabei irritiert haben. Ich habe zuerst gedacht, woher hat er die Wand genommen, um da dann seine Bilder drauf aufzuhängen, bis ich dann festgestellt habe, die kleinen Bilder sind ja auf dieses Foto oben drauf gepappt. Genau. Mhm. Trickreich. Sichtbar mit Aufhängern sogar. Man kann es bewegen. Man kann es sogar bewegen, ja. Wie kommt man auf eine solche Idee? Ja, ich denke, das ist im Rahmen dieser ganzen, dieses Werkblocks Fotoskultura, wo ich ja immer mit Eingriffen arbeite, die räumlich sind, also um diese Illusion, Fotografie als Illusion, etwas aufzulösen, um also eine reale, neue reale Situation in das Bild einzubringen, die manchmal auch fotografischer Natur sein kann, wie eben hier. Das ist eine kleine Sammlung von Fotografien, von wo mal Tafeln, Hinweistafeln, was weiß ich, drauf gewesen ist, die man aber nicht mehr erfährt. Ich habe also nur die Rückstände gesammelt. Man sieht hier eben die Befestigungsreste und manchmal auch Details aus der Mauer oder hier, das scheint Silikon zu sein. Auf jeden Fall auch Löcher, wo
mal bedübelt wurde oder Schrauben drin gesteckt haben. Unterschiedliche malerische Partien und die habe ich dann auf diese fotografierte Wand gehängt. Wann haben Sie Ihre letzte öffentliche Ausstellung gemacht? Im vergangenen Jahr in Köln. Und in Remscheid? In Remscheid, in der Galerie hier oben, unserer Galerie, die wir damals hatten, die es leider nicht mehr gibt, wegen der Wassereinbrüche, die damals da passiert sind. Da habe ich dann auch mal in Remscheid was gezeigt, sonst schon lange nicht mehr. Gibt der Künstler im eigenen Hause was? Auch nicht. Aber ich denke mal, in Zukunft könnte man, möchte ich gerne mal wieder auch Kolleginnen und Kollegen einladen, eine kleine Ausstellung hier zu machen, wobei ich mich dann zurücknehme mit meinen Arbeiten. Ich habe sowieso das Gefühl, Sie nehmen sich viel zu viel zurück. Machen Sie doch mal wieder eine eigene Ausstellung, nur für sich. Ja, aber wo? Ne? Ja. Hier, also in Remscheid. In Remscheid. Ja, aber da haben wir nicht viel Gelegenheit. Noch nicht. Räumlich nicht. Müssen wir noch ein bisschen warten. Wir sind eben keine Kunsthochburg. Bergischer Löwe. Wir haben ja hier in Remscheid ganz viele Bergische Löwen, angeblich Bergische Löwen. Manche sagen zu viele. Die aber auch gar keine Bergischen Löwen sind, weil sie nicht doppelschwänzig sind. Genau wie dieser hier auch nicht doppelschwänzig ist. Und eben der Titel ist kein Bergischer Löwe. Ja, Kunst sogar in der Küche. Ja. Hat Ihre Frau zugelassen? Ja, es muss ja alles irgendwo bleiben. War noch eine freie Wand. War noch eine freie Wand, genau. Lager ist voll, da muss man schon sehen. Ach, ein Lager haben Sie auch noch? Ja, mehrere. Also hier im Haus sind mehrere Lagerstellen. Die sind alle voll. Ja, da fragt man sich doch, was passiert damit, wenn das Leben zu Ende geht? Ja, da müssen wir noch ein bisschen drüber nachdenken. Aber ich denke mal, die Überlebenden haben dann das Sagen und... Ich kann es ja dann nicht mehr kratzen. Nach mir die